So, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engdolem. Was schon Herbst. Zu einem etwas neueren Let's Play, zu einem etwas neueren Spiel. Pokémon, die weiße Edition mit dem Zwergenfürst. Hier haben wir gleich den N vor uns stehen. Ja. Wir spielen die ganze Zeit hier Pokémon Gelb, obwohl wir noch Pokémon Weiß am Laufen haben. Muss natürlich auch fortgesetzt werden, also. Auf geht's, neuer Part, Pokémon Weiß. Das muss auch noch zu Ende gebracht werden. Zwingt eure Pokémon gegeneinander zu kämpfen, anzutreten. Außerdem diese Verletzung hervorgehen und das als der Vorwand, ein besseres Verstehen zu wollen. Bin nicht der Einzige, der das grausame Haus hält. Aber genug, lass mich einfach in Pokémon sprechen. Das bin ich Pokémon aufgewacht, bin leichter mit ihnen zu sprechen als mit Menschen. Den Pokémon belügen niemals. Und bist du ein Wege, richtig? Erzähl doch mal, was ist denn Zwergi für ein Trainer? Ich verstehe, Zwergi ist eventuell aufgeboren und aufgewachsen, lebt dort zusammen mit seiner Mutter und Pokédex, weil er einen Last beim Abenteurerreise aufzubrechen und Welt zu erkunden. Vertraut ist dir voll und ganz, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Wenn Menschen so mit ihren Pokémon in Eintracht leben könnten, dann bräuchte die Pokémon gar nicht von ihren Trainern zu befreien. Denn jeder Mensch, wie Pokémon, sehe eine leuchtende Zukunft von Glückseligkeit entgegen. Zigis benutzt den Plasma, um zwei besondere Steine in seine Gewalt zu bringen. Den Lichtstein und den Dunkelstein. Als legendäre Pokémon eines seiner sterblichen Hülle ablegte, wurde es zu Steinen und fiel in die Geburt des Helden harrend in einen tiefen Schlaf. Und ich werde in solchen Dank seiner Pokémon steineren Panzer in sein Leben zurück und seine Freunde werden. Auf diese Weise wird die gesamte Welt als Helden und seine Untertan sein. Der spricht sehr schnell, wurde ja gesagt am ersten, im zweiten Part, glaube ich, wurde es dann gesagt, dass der schnell spricht. Deshalb spricht den jetzt immer schnell. Der spricht auch so unverständlich, dass man das nicht mitkriegt, aber gut. Ist halt wesentlich, was er sagt für das Spiel, aber was soll's. Mein Traum ist, die Welt zu bewegen, gelangen, die Weltlosigkeit zu verhindern. Denn während Dinge die Welt ändern, sie ruft von den Gegner auf, den Plan. Und die Leidtragenden sind jetzt die Truppen und Günstige Pokémon-Trainer. Pokémon sind trinkende Kinder oder Weltlebewesen, die daher verdienen, sind aus Beachtung zu werden. Ich glaube, jetzt reißt mir förmlich das Herz zur Verwirklichung meiner Pläne, einen solchen frommen Trainer wie dich von den Pokémon trennen zu müssen. Alter Schwede. Meine Güte, spricht er undeutlich. Der will ein Leiter einer Organisation sein. Meine Güte. Wie geht's unseren Pokémon? Sehr gut. Naja, müssen auch mal geheilt werden. Kommen gerade frisch aus dem Arena. Leiterkampf. Ich muss mich wieder an diese... Das ist eigentlich komplett kacke. Ich muss mich halt komplett wieder an dieses Spiel gewöhnen. Ist eigentlich absolut nicht zu raten, Pokémon Gelb und Pokémon Weiß parallel zu spielen, weil das ist komplett, das ist ein anderes Universum. Es ist halt auch eine andere Steuerung. Ja, eine andere Steuerung ist jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist halt irgendwie ein anderes System. Es ist völlig anders gemacht. Ich bin ja noch drin, weil es weil es nicht so lange her ist, dass ich den letzten Part gemacht habe, aber ja, auch das Team ist jetzt ein bisschen verfremdet, weil ja, hab mich jetzt an mein Pikachu Lumandashi Team gewöhnt. Und Gelb muss jetzt wieder zu Lutz finden. Und wie habt ihr ja nicht mehr auf dem Plan. Deshalb spielt man eigentlich auch nur eine Edition gleichzeitig und nicht ein Zweier. Naja, das
dauert ja nicht mehr lange, diese Edition, diese Let's Play. Und Pokémon Gelb, das braucht noch eine Weile. Das braucht noch ein ganzes Weilchen. Kurknader, was soll ich denn mit einem Kurknader? Tja, sag's mir mal. Flucht gescheitert, ja. Das kennen wir. Die Sachen noch Pokémon Gelb. Höhlen. So, ich glaube, hier müssten wir jetzt weiter. Keine Trainerin, hervorragend. So. Den mal hinfucht. Ja, da müssen wir lang, das ist gut. Müssen wir da lang gehen. Den Clown hier nicht treffen. Auf den Kampf habe ich nicht so Lust. Zack, hier rum, darum. So. Perfekt. Wendelberg. Wenn das mal nicht die nächste Story ist. Wendelberg. Wilde Pokémon Forest. Und ich glaube auch ein Trainer. Unsere Rivale, der wird da voraus sein. Ja. Ja. Sowas von. Zwerg! Lass uns testen, wer von uns beiden Träger des Jet-Ordens stärker ist. Na toll. Das habe ich jetzt gebraucht. Kampf gegen Chiron. Chiron. Kannst du immer noch nicht aussprechen. Nehmt es mir nicht übel, wenn ich ihn ab und zu mal Gary nenne. So, Chiron, was machen wir mit dir? Eine Samenbombe. Ja, oder auch nicht. Oder halt eben nicht. Wie wär's denn mit Ben? Fasanop. Du kriegst jetzt ein bisschen Feuer unterm Hintern. Du wirst gegrillt. Weil gibt's Fasan zum Mittag. So, ordentlich. Feuersäulen. Ich wollte gerade sagen, und tschüss, aber das ist hier noch nicht so. Bei Level 30 ist das noch nicht so heftig. So, erledigt. Erstes Pokémon. Von wie viel noch? Erreicht Level 42. Auch hier jede Menge Level-Ups. So. Na toll. Es ist jetzt natürlich perfekt. Das Wasser-Pokémon. Na, ich krieg's aber hin. Mit meinen Attacken. Vorausgesetzt, er setzt nicht die Wasserattacke ein. Dann ist Ben natürlich geliefert. Ja, es kann sich selbst heilen. Nein, kann sich nicht. Naja, nicht wirklich. Max. So, du bist dran. Wir haben im letzten Part eine Arena besiegt. Das heißt, es muss irgendwie gehen. Wir kriegen den Rivalen auch noch geschlagen. Das darf nicht das Problem sein. So, zwei Thronien besiegt. Level 28, nein, Level 27. Ich dachte. Grill Cheetah. Ich habe immer noch kein Pokémon. Ich habe immer noch kein Wasser-Pokémon, merke ich gerade. Das ist schlecht. Funkenflug. Natürlich. Max besiegt. Mein Pokémon-Team geht hier schnell zu Neige. Nita! Ja. Blubstrahl. Wenn ich darf. Nö, darf ich nicht. Ja, alles klar. So viel zu einem guten Team. Da war ja was. Habe ich irgendwelche Items, irgendwelche nennenswerten Dinger, die mir helfen werden? Beleber. Ja. Müssen wir mit zurechtkommen, was wir haben. Funk im Flug. Klick wurde besiegt, das war klar. Na toll. Soll ich nur noch diesen Ben? Ja, wird zurechtkommen, aber. Hypertrank.
sind erbärmlich Kämpfe hier. Wie habe ich denn mein Team trainiert? Kann das sein, dass ich das die letzten Parts auch schon gesagt habe, dass ich mich da ständig drüber beschwere? Selbst schuld dran sein, aber sich drüber beschweren. Das ist schickt. So, Dampfwalzer hat es doch gebracht. Das ist doch die richtige Attacke hier. Immer Bodycheck noch. So, Grill Cheetah besiegt. Und was hast du noch so an Pokémon anzubieten? Cheerin. Ein Cleopatra. Dein letztes. Ja, sein letztes. Das ist doch schön. Das ist eine schöne Nachricht. Das können wir dann sogar noch schaffen. So, was zurückgeschreckt? Gibt's doch ja nicht. Clownwetzer. So, mach's alle. Brandmarke es. Mit Dampfwalze. Ja. Wisst ihr, wie Brandmarken geht? Das kann ich euch gleich mal zeigen. Das geht nämlich. Das geht. Ungefähr. Das geht ungefähr. Los, Ben. So, Brandstempel hier. So brandmarkt man ein Pokémon. Nicht zu Hause nachmachen. Nicht über Pokémon mit Brandstempel brandmarken. So haben wir ihn besiegt. Oho, das war ein beeindruckender Pokémon-Kampf. Ihr beide seid als Trainer schon einen ganzen Schritt weiter als zuvor. Lauro, der Champ der Top 4, gibt sich jetzt schon zu erkennen. Und frage mich, ach so, das ist Scheren. Und ich frage mich noch, ist das nicht der Champ Lauro? Ich bin schwach und habe daher verloren. Auch wenn mir 100-mal gesagt wird, dass es ein guter Kampf gewesen sei, schäme ich mich dennoch maßlos. Also wirklich. Macht dir doch das Leben nicht so schwer. Ich habe das vorhin ehrlich gemeint. Du hast allen Grund zur Freude. Ach so, ich habe dir diese Frage bereits einmal gestellt, aber ich bin noch immer kein Deut schlauer. Was genau bringt es dir immer, stärker und stärker zu werden? Stärker zu werden und schließlich den Rang eines Champs zu erringen, das würde mein Leben einen Sinn geben und mir den Beweis dienen, dass ich wirklich existiere. Du erinnerst mich sehr an Eugen. Es ist in der Tat überaus wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben. Doch wichtig ist es zu wissen, was man nach Erreichen des Ziels tun möchte. Das heißt, in deinem Fall zu wissen, wie man die gewonnene Stärke später einsetzen möchte. Hier, bitte, das ist für dich. Du gehst natürlich auch nicht leer aus. VM03 Surfer. Perfekt. Das können wir doch gebrauchen. Brauchen wir bloß erstmal ein Wasser-Pokémon, was das kann. Noch haben wir keins. Setzt du die Attacke Surfer ein, kannst du dich auf dem Wasser fortbewegen. So, das war's dann auch schon. Und mein junger Trainer, vergesst nicht die Wünsche der Pokémon auch an eurer Seite. Was will ich tun? Nun, ich weiß es noch nicht. Daher setze ich vorerst einmal alles daran, stärker zu werden, damit mich jeder bewundert und anerkennt. Zwergi, das nächste Mal gewinne ich. Das kannst du knicken. Ich werde immer gewinnen gegen dich. Noch ein Trainer, juhu! Ein Wanderer. Und eine Höhle, durch die es durchgeht. Ja, Höhlen. Ich will nicht zu viel sagen, aber Pokémon Gelb. Wer diesen Berg überwinden will, muss zunächst einmal über mich überwinden. Na, traust du dir zu, einen erfahrenen Bergsteigertrieb wie meines zu besiegen? Er meint sich und seine Pokémon. Und kriegen wir hin. Und wir haben gerade den Rivalen besiegt. In Scheren. Dann kriegen wir das hier auch noch auf die Reihe. Ein Bär hier lacht, wenn nicht. Was hat man gemacht? Dampfwalze. Das war, glaube ich, effektiv. Jo, kann man so nennen. Robustheit von Sedimentur wirkt. Ach so, das könnte
besiegt sein, wenn es nicht Robustheit hätte. Alles klar. So, dann wohl noch einmal Bodycheck besiegt. Zack. So, das nächste. Ja, damit. Strepoli. Das schaffen wir jetzt auch noch. Ab in den Kampf. Strepoli. So, Dampfwalze. Soll auch gegen dich was wirken. Ein bisschen was. Zermürben. So, an dieser Stelle waren wir. Bloß jetzt sind wir stärker. Brandstempel. Ich brandmarke dich. Zack. Strepoli besiegt. Hervorragend. So macht man es richtig. Wanderer besiegt. Ab geht's in die Höhle. Ich freue mich drauf. Aber wie sehr. Oha, was macht denn die hier? Zwergi! Ha, da mache ich meinen Rundgang auf dem Wendeberg und treffe euch. Ihr scheint stärker geworden zu sein. Ach, wirklich? Ach, übrigens, habt ihr letzter Zeit die Plasma gesehen? Ich habe mit den anderen Arena-Leitern gesprochen, aber keiner wusste, wo sein derzeitiges Versteck sein könnte. Wir können also nur darauf warten, bis es sich wieder irgendwo zeigt. Aber ihr habt mit dieser ganzen Sache natürlich nichts zu tun. Schön zu sehen, wenn Kinder wie ihr zusammen mit ihren Pokémon auf die Reise gehen und dabei Spaß haben. Der Wendeberg liegt in einer schönen Gegend. Besonders toll ist es, wenn man diesen Weg hinter sich lässt. Und, ich sage besser nichts mehr. Ihr werdet mich schon verstehen, wenn ihr es mit eigenen Augen seht. Also dann, Kinderchen. Hoffentlich bringt euch mein Berg auch als Trainer weiter. Ein wilder Pokémon, juhu. Puh. Und ich dachte schon, er drückt uns wieder irgendwas auf. Zwergi, ich werde schon mal vorausgehen. Ich komme nach. Ich eile. Ist ja ein wenig Licht in der Höhle. Das war zumindest wissen, wo wir lang müssen. Och süß! Ist das putzig? Pet Sneak. Will das haben. Zufällig Surfer? Ich glaube nicht, dass es das kann. Oh, schöne Aussicht hier. So, kommen wir mal hier raus. Hier gibt es einen Hyperheiler. Und da können wir nicht längs, weil da ist der Weg versperrt. Da ist die Brücke abgebrochen. Das sieht nach einem Trainer aus. Was haben wir hier auf dieser Seite noch? Nur ein Item? Ja, nur ein Item. Holen wir uns natürlich Beleber gefunden. Da hat sich der Weg doch gelohnt. So, wieder zurück. Da. Und zack, zack, zack. Den müssen wir nicht ansprechen. Da geht's weiter durch die Höhle. Oha. Dem Vorbeischleichen. Vorbeischleichen ist meine Spezialität. Naja. Spezialität sieht anders aus. Wenn ich vom Felsen umgeben bin, geht's mit meiner Motivation bergauf. Und meiner nicht. Ich hasse das. Ich mag Höhlen nicht, ich mag Felsen nicht. Nein, ist mir unwohl. In Felsen und Höhlen. Infeld dürfen wir bald besiegt haben. Das ist nicht das Problem. Das dürfte nicht das Problem sein für uns. Feuersäulen. Verbrannt. Flick 0. Das ging schnell. Sedimantumor? Okay, da wissen wir ja, was wirkt. Nämlich, was wirkt dagegen? Dampfwalze. Richtig. Einmal platt gewalzt. Robustheit oder was? Nö, hat einfach nur ausgehalten. Ja, und das, was soll dir das bringen? Bodycheck. Mal so eine Sache am Rande, so ein bisschen dieser schwarze Rand, den ihr rechts und links hier seht, der ist mit Absicht tot. Nein, hätte der nicht gedacht. Oh wei. Ich sage euch sogar wieso.
weil das ein DS-Spiel ist und es nämlich so auch wirklich im DS so ein bisschen schwarzen Rand hat, und das mache ich mit Absicht, weil dass man so ältere Spiele auch mal erkennt, dass man da auch, das macht für mich auch vielleicht so ein bisschen den Reiz aus bei einem, wieso soll ich jetzt Flammenwurf erlernen, ich habe doch perfekte Attacken. Nee, lass mal lieber. Und weiter geht's. Streppoli! Woher wusste ich, dass das jetzt kommt? Bei Pokémon Gelb machen die wirklich richtig Sinn, die Balken am Rand. Hier bei Weiß vielleicht nicht ganz so, aber ja, ich finde es als Stilmittel ganz passend. Brandstempel. Mach es alle. So, haben wir den Trainer jetzt besiegt. Level 33. Wanderer Helge. Wanderer Helge schneller ist. Nö. Kommen wir hier mal raus. Nein, ich glaube nicht ins Gebirge rein. Ah, ja, da ist auch eine Tür. Und ein Trainer. Ja, muss der richtige Weg sein. Ich kämpfe mit, weil ich wissen will, wie sich Pokémon beim Kämpfen fühlen. Ich bin eben ein Vollblutkämpferin. Wie ist dein Pokémon? Ach, nur eines. Justizio. Westo oder wie heißt Giutesto. Okay. Testosteron hat er. So, den kriegen wir auch Platz. Ich hab so das dunkle, die dunkle Erinnerung, dass wir das nochmal besiegen müssen, dass wir auf dieses Pokémon nochmal treffen werden, dass das uns noch Ärger machen wird. Ja, und wird es. Kann es sein, dass Ben einfach das stärkste Pokémon im Team ist und alle anderen im Team irgendwie hoffnungslos unterlegen sind und kaum was können hier? Naja, Max hat es ein klein wenig drauf, aber gegen das steinharte Pokémon hier, Justizio, ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. Naja, das wird irgendwie kacke. Oh wei. Ja, ist halt, ihr seht es halt mit Schlecker. War das gerade Schlecker oder was? Hat halt nichts gebracht. Nutz ist immerhin Level 33. Aber ist halt irgendwie, ja, auch nicht gerade auf dem Kurs. Aber vielleicht kriegen wir das Justizio noch besiegt. Ich weiß nicht. Schaffen wir es? Eher nicht. Da muss noch ein Beleber rausholen. Lisa, los geht's. So. Mal einen Beleber einsetzen, das brauchen wir. Beleber auf Ben. Body Slam. Das reicht komplett aus. Nein, nicht ganz, aber. So, Emma, Ben noch heilen und dann Hypertrank. Können wir den auch wieder einsetzen? Nee, 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 nee. Was mache ich mit meinem Team hier? Ehrlich gesagt, Offscreen-Training habe ich auch keine Lust drauf bei Pokémon Weiß. Es ist ein bisschen schlecht gemacht. Da ist Pokémon, da ist in Pokémon Gelb das Offscreen-Training schon etwas besser. Hier macht es nicht so sehr Spaß. Na komm, der war doch fast besiegt. Komm, ein paar KP, bei dem muss es doch schon klingeln, beim Trainer. Feuersäulen, mach's alle. Ja komm, jetzt ein Ruck und dann ist Schluss. Hervorragend, Kämpferin Scheinern besiegt. Merkt's euch. Wir kommen nochmal darauf zurück. Das müssen wir leider nochmal sehen.
Das werden wir noch zu Ohren kriegen. Ist mein Team natürlich sehr geschwächt. Das ist etwas, ja, nicht gut. Geht's hier raus? Scheint so. Wir sind immer weiter unten. Unten ist gut, denke ich zumindest. So. Das sieht zumindest schon nach dem Zielfahrt aus. Hier ist noch ein Item. Wir sammeln natürlich alles ein. Wir haben hier ganz viel Platz. Nicht im Burgmann Gelb, da haben wir begrenzte Items programmiert. Da können wir nicht so viele Items mitnehmen. Da müssen wir was wegwerfen. Wenn wir was Neues nehmen wollen. Wenn der Platz voll ist. Jo, das ist schon der Vorteil von den neuen Spielen. Dass du fast beliebig Platz in deiner Tasche hast. Ich glaube nicht nur fast. So, wo lang? Wege. Das heißt zwar alle Wege führen nach Rom, aber in Pokémon nicht unbedingt. Das ist dann, nun ja, nicht so ganz der Fall. Da führt nicht der Weg nach Rom, nicht ans Ziel. Der tut es. Und da ist schon ein Licht am Ende des Tunnels. Könnte zwar auch ein wildes Protexo sein, aber boah, das sieht doch immer besser aus. Oha, welche nehmen? Welchen Eingang? Der sieht ganz gut aus. Da ist ein Trainer. Jetzt, Trainer, komm her. Das sieht zwar stark danach aus, als ob es reingehen würde in die Höhle, aber kenne ich doch auch schon. Okay. Naja, nicht den Mut verlieren. Auweia. Ein Item. Natürlich müssen wir direkt dort lang bei dem, der sich da so umguckt. Naja, komm. Haben es überlebt. Och, nee. Mein Pokémon lieben die Männereien, nach denen hier geschafft wird. Hess Pokémon kämpfen natürlich auch. Dann zwei Pokémon, her damit. So. Verglühen wir ihn einfach mal. An der Hitze, der Dampfwalze. Oder auch nicht. War nicht so klug. War nicht so clever. Andere Attacken sind sinnvoll bei ihm. Aber Ben hält schon einiges aus hier. So. Zwei Pokémon, die durften wir bald haben. Gibt auch halt wieder ein neues Level für Ben. Ich weiß, ich sollte mal ein anderes Pokémon vorne hinsetzen und dann austauschen gegen Ben. Das bringt dem ein bisschen Level, aber Erfahrungspunkte. Was soll's? Mach ich dann später mal. Ich muss jetzt hier erstmal aus der Höhle raus. In etwas gechillteren Kämpfen können wir das mal machen. So. Level 44 für Ben. Naja. Ben wird immer stärker. So, hier sind wir bald raus. Na, Spitze, das sieht doch schon nach Grund und Boden aus. Getränkeautomat. Ich hole mir mal was zu trinken, gleich meine Limonade. Verstaut Limonade in der Tasche. Nein, das reicht. Ich säuf das gleich hier. Passt. Fertig. So. Da entlang. Oh ja, das sieht richtig aus. Da ist der Ausgang. Uff, bist du stark? Aber im Grunde bezieht ihr Trainer eure Stärke doch auch nur daraus, dass ihr die Pokémon unterjocht und ausnutzt. Deswegen wollt ihr den Pokémon also die Freiheit schenken? Na gut, tut, was ihr nicht lassen könnt.
Doch wie man es noch auch dreht und wendet, es ist verkehrt, den Leuten mit Gewalt ihre Pokémon zu rauben. Das hat mit Stärke nämlich rein gar nichts zu tun. Da kommt der Kollege. Oh, hier bist du also. Wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben. Also machen wir uns jetzt besser auf zum Turm. Die Plasma hat jetzt die Macht, die Welt zu verändern, in der die Pokémon seit jeher unterjocht werden. Ganz genau. Es ist doch natürlich deine Macht einzusetzen, wenn man damit etwas gegen Missstände in der Welt tun kann. Für uns ist es jedoch an der Zeit, uns um N, unseren König, zu versammeln. Diese Mistkerle, keine Ahnung, was für ein Ding die da gefunden haben. Aber sie haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um so stark zu werden und überall Unruhe stiften zu können. Was für eine nervige Truppe. Zwergi, ich werde noch ein Weilchen hierbleiben. Ich möchte ein wenig darüber nachdenken, was Champ gesagt hat. Was werde ich eigentlich tun, wenn ich irgendwann so stark bin, wie ich mir das jetzt so ausmale? Und für wen oder was möchte ich mich überhaupt so stark wehren? Und ich werde jetzt hier aus der Höhle verschwinden, so schnell wie möglich. Joa, passt doch, sind wir raus. Eberhard Esche, der schon wieder. Zwergi, wie geht's deinem Flambirex? Oh, dein Flambirex mag dich aber wirklich sehr. Der Pokédex ist natürlich sehr wichtig, aber du sollst auch viel Zeit mit deinen Pokémon verbringen. Ach, übrigens, hast du schon von der Drachensteige gehört? Nein, in diesem Spiel noch nicht. Noch nie davon gehört. Naja, man kann ja nicht alles wissen. Ich hoffe, es macht dir nicht allzu viel aus, einem rätseligen alten Mann etwas von deiner kostbaren Zeit zu schenken. Von der Drachensteige hat es heißt es, sie sei das älteste Bauwerk der Einer-Region. Vor allem aber handelt es sich dabei um die Wiege der legendären Pokémon. Der Überlieferung zufolge hätten diese dort das Licht der Welt erblickt und ruhten immer noch an diesem Ort. Die Drachenstiege liegt ein Stück hinter Nevaio City. Mehr weiß ich leider auch nicht, denn schließlich hat noch kein Mensch diesen Ort je betreten. Meine Tochter hat stets versucht, das Geheimnis der Drachenstiege zu lüften, jedoch vergebens. Daher ist es jetzt an ihrem alten Herrn, die Sache einmal auf den Grund zu gehen. Man sieht sich. Und da verschwindet er. So, und ich verschwinde auch gleich. Wir sind hier nämlich schon aus dem Berg raus und in der nächsten Stadt. Hier sind wir. Ja, dann würde ich mal sagen, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da. Wenn ihr neu seid und den nächsten Part nicht verpassen wollt, habt noch einen angenehmen frostigen Tag, gehabt euch wohl und ja, man sieht sich im nächsten Part, wenn es hier in Nevaio City weitergeht. So, hätten wir auch kurz mein Pokémon-Team. Und weiter geht's dann im nächsten Part. Dahin habt eine schöne Zeit und ja, haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.